Hi Kai. Hi Taka. Schön, dass du Zeit hast. In Verbindung zu Takas Tour stellen wir ja den neuen Spielern immer so ein paar Sehenswürdigkeiten von Paderborn vor. Heute sind wir im Theater Paderborn und wir treffen gleich eine interessante Person. Ich würde sagen, gehen wir rein. Gehen wir rein. Ja, hallo. Hallo. Katharina. Christian. Hallo. Hi Kai. Hi. Schön, dass ihr da seid. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Okay, das ist quasi hier unser Spielfeld. Ja. Ne? Mit auch grün. Ordentlich Beleuchtung, genau. Unsere persönliche Flutlichtanlage. Wir mögen es ähnlich wie die Fußballspieler gerne, wenn es da unten laut ist. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also besonders dieses Geräusch hören wir sehr gerne. Dann wäre das nicht gerne. Ja, genau. Ja, blendet man das schon während des Stückes aus? Weil also wenn ich auf dem Platz stehe, dann klar, wenn es mal lauter wird, kriegen wir es auch mit. Aber größtenteils des Spiels konzentriere ich mich schon aufs Spiel. Und kriegt das gar nicht so mit, wie die Leute draußen Alarm machen? Ich glaube, man kriegt das schon immer mit. Also weil die Zuschauer ja schon sehr, sehr nah dran sitzen. Und es gibt ja auch manchmal so, bei uns ist ja im Gegensatz zu euch, ist ja bei uns alles verabredet. Also es gibt ja sozusagen kein Detail, das wir nicht vorher auf einer Probe ausprobiert, verschiedene Varianten festgelegt, bis auf die Sekunde genau, wann wer was wie macht. Und dann gibt es natürlich auch so Phasen, wo ein Schauspieler zum Beispiel jetzt einfach nur so im Sessel hier rumhängt und irgendwie gerade spielt, mir geht's nicht gut. Dann hat er schon die Möglichkeit, da mal so in den Saal zu gucken und zu schauen, ob da jemand in der Nase bohrt. Also man darf es sich natürlich nicht anmerken lassen. Im Gegensatz zum Fußballstadion darf man bei uns auf der Bühne nicht pfeifen. Das liegt daran, dass früher die Theatervorstellungen mit Gas beleuchtet worden sind, mit Gaslicht. Und wenn ein Gaslicht ausgefallen ist und die Flamme aus war, aber noch Gas ausgeströmt ist, dann hat diese Lampe angefangen zu pfeifen. Und damit man das auch hört und dann den Gashahn zudreht, bevor das ganze Theater in die Luft fliegt, war es streng verboten, auf Bühnen zu pfeifen. Das ist heute immer noch so. Allerdings ist die Ursache irgendwie nicht mehr wirklich da. Und da hätte der Trainer schlechte Karten. Ja. Also der würde dann hier auf der Bühne nicht so den guten Pfeifer abgeben. Ja. Und dann haben wir noch so Begrüßungsrituale oder vielmehr so Rituale, vor allen Dingen von der Premiere, also die erste Vorstellung vor Publikum. Da umarmen wir uns so und bespucken uns über die Schulter. Toi, toi, toi. Und dann darf man nicht Danke sagen. Das ist ganz wichtig. Wenn man Danke sagt, bringt es Unglück. Das, was im Fußball die Kabine ist, ist beim Theater die Maske. Hier ist Frau Förder, die gerade einen Darsteller einen feschen Haarschnitt verpasst. Hallo. Ja, was machen wir hier? Also je nachdem, ob Schauspieler hübsch oder hässlich sind, müssen sie dann eben verwandelt werden, beziehungsweise wir kleben ihnen Warzen an, setzen ihnen besondere Haare auf. Frau Förder, was machen wir denn sonst noch so? Also wir machen erstmal unsere Perücken alle selber, mit Echthaar natürlich, hier kommt kein Fusch auf den Kopf. Dann machen wir Bärte. Können wir dann für den Kai auch mal einen anfertigen lassen, damit er auch ein bisschen... Ich mache nur Schnubbi. Der Damenfundus. Viel besser aufgeräumt als jeder Kleiderschrank, weil wir unsere ganzen Kostüme immer wieder verwenden. So dass wir dann, wenn wir das nächste Mal vor der Fragestellung stehen, haben wir denn irgendwelche Pumps in Bund, Größe 37, ein Griff genügt, zack, sind sie da. Wir versuchen auch das gleichmäßig zu verteilen, so das Jahr, dass jeder mal die Chance hat, eine große Rolle zu spielen und dann aber auch wieder eine kleine spielen muss, was natürlich kein Schauspieler so richtig gerne macht. Wie lange braucht man, um so einen sagen wir jetzt, so eine Hauptrolle einzuüben? Also unsere Probenzeiten, also wo das ganze Stück probiert ist, wird sind so 6 bis 8 Wochen. Und dann kommt die Premiere und dann spielen wir es so lange, bis das niemand mehr sehen will. Bei uns gibt es ja auch richtig schlimme Bühnenunfälle. Also manchmal kommt ja im Stück auch kommen Waffen vor, also entweder Schusswaffen oder dass man irgendwie ein Bühnengefecht hat. Man erzählt sich so Geschichten von, dass der Degen abbricht während des Gefechts und dann mit dem abgebrochenen Degen dann Schauspieler auch wirklich zu Tode gestochen worden sind. Also das ist bei uns schon alles, wird sehr, sehr genau geprobt, weil das halt wirklich im Zweifelsfall auch lebensgefährlich werden kann. Das war sie schon, meine kleine Spezialtheaterführung. Die Highlights dieses Hauses. Wir haben natürlich noch ein paar versteckte Ecken, die konnte ich jetzt leider nicht zeigen. Ich hoffe, ihr kommt noch mal und dann könnt ihr die anderen Ecken sehen. Vielen Dank. Ja, viel Glück weiterhin. Ne? Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. So Kai, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast was mitgenommen. War gut, also war immer interessant zu sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ja, schön, dass es dir gefallen hat. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet bei Takas Tour. Und bis dahin, gut Kick!